Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Jetzt ist schon der 7. Dezember und wir müssen drei Päckchen noch auspacken. Ich bin am Wochenende überhaupt gar nicht dazu gekommen. Es ist immer so wuselig mit zwei kleinen Kindern, dass es schwierig war. Ich wollte ja auch so ein bisschen vloggen. Das hat jetzt am Wochenende auch nicht geklappt. Also es ist schon schwierig mit so zwei Fuzzis hier noch drumrum. Das geht jetzt ein bisschen besser. Die sind noch im Kindergarten. Die werden gleich abgeholt und ich nutze jetzt die Zeit noch mit euch, um schnell gemütlich einen Feierabendkaffee zu trinken, weil die Homeoffice-Zeit ist jetzt rum. Also die ist noch nicht rum, aber für heute schon mal ist die Arbeitszeit rum. Und die drei Päckchen auszupacken. Genau, uns fehlen nämlich noch Päckchen Nummer 5, 6 und 7. Und zu Päckchen Nummer 5 lautet der Hinweis, im Titel steht Wüste. Und jetzt wird's schwierig. Ich weiß, dass ich ein Fantasy-Buch auf der Wunschliste habe, wo Wüste steht. Ich meine irgendwas mit Flammenwüste. Von dem Autoren irgendwas. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Und ich habe mir dank Will ja ein Buch mit Wüste im Titel auf die Wunschliste geschrieben. Das ist, glaube ich, so ein Science-Fiction-Buch und heißt irgendwas mit Wüstenplanet. Das sind die beiden, die mir bei Wüste spontan einfallen. Das ist das Päckchen. Und dann gucken wir einfach mal rein. Also, wenn es eins der beiden ist, dann würde ich es auch, glaube ich, schon erkennen. Warte, also ich habe jetzt falsch rum aufgerissen. Am ISBN-Code kann ich das leider nicht erkennen. Aber, oh, ich glaube, das sieht nach diesem Fantasy-Titel aus. Ja, genau. Flammenwüste von Akram El-Bahai. Genau. Oh, da freue ich mich. Das ist nämlich eine Drachen-Fantasy-Geschichte. So sieht das aus. Und ich glaube, die Jordana von Cakes and Coffee hat über diesem Autoren mal so geschwärmt. Ich weiß nicht, ob sie genau dieses Buch hier gelesen hat oder ob es ein anderes Buch von ihm war. Auf jeden Fall fand sie den Schreibstil ganz toll. Hier haben wir auch eine Karte mit drin. Also ja, da bin ich schon mal sehr gespannt, was mich da schreibstiltechnisch erwartet. Oh, hörte sich an, als wenn da jemand käme. Da steht gar nicht viel hinten drauf. Der Wind flüstert es, die Wüste wispert ihren Namen. Die Menschen zittern und die Flammen singen ihr Lied. Die Drachen sind zurück. Ein spannendes Fantasy-Epos in Tradition der großen Meister. Ja, ich finde, das klingt total cool. Oh, irgendwie juckt es mich gerade voll. So, genau. Ich kann euch aber gar nicht viel zu diesem Buch sagen. Ich ja, habe mich da total anfixen lassen, damals durch Jordana. Seitdem steht es auch schon auf der Wunschliste. Und ich kann euch noch nicht mal sagen, ob das ein alleinstehender Band ist oder ob es hier noch weitergeht. Obwohl, wenn hier drauf steht, ein Fantasy-Epos, ja, man weiß es nicht. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Drachengeschichten mag ich sehr, sehr gerne. Genau, das war in Türchen 5. Jetzt geht's weiter mit Türchen 6. Sprichwörtlich, was stirbt zuletzt? Also nochmal, sprichwörtlich, was stirbt zuletzt? Ist dann die Hoffnung gemeint? Die Hoffnung stirbt zuletzt? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also das sechste Türchen, da ist mir ja ein Unglück passiert. Das ist mir ja hier beim Auspacken aufs Nachtskommödchen getitscht und das ist überall schon offen. Ich habe aber noch nicht reingelungst. Es sind auf jeden Fall zwei Bücher. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass ich beide Bücher dieses Jahr noch gelesen bekomme. Oh, Moment mal, das ist aber jetzt eine interessante Zusammenstellung. Ich pack's mal aus. Zum einen ist hier drin. Ups. Ah, jetzt kapiere ich, dass auch die Hoffnung stirbt zuletzt wegen Sophias Hoffnung. Die Farben der Schönheit von Corinna Boman. Geil. Also das ist ja der Auftakt einer Trilogie und das, oh, da freue ich mich total drauf.
Ich habe noch nie was von Corinna Boman gelesen, aber ich finde, das klingt so gut, das Buch, und ich habe da so Lust drauf. Hier hinten drin sind alle Bücher abgebildet. Und diese andere Reihe von ihr, Die Frauen vom Löwenhof heißt das, glaube ich, da habe ich den ersten Band auf dem E-Book-Sub und wollte da immer mal reinlesen und mal gucken, wie mir der Schreibstil so gefällt, bevor ich das kaufe. Ja, ich finde das total spannend. Es geht hier um einen unerwarteten Aufbruch. Berlin 1926. Aufgewühlt verlässt Sophia ihr Elternhaus. Ihr Vater will sie nie wiedersehen. Ihre Mutter ist in Tränen aufgelöst. Erst als sie vor ihrem Geliebten steht, begreift Sophia, dass sie das gemeinsame Kind alleine aufziehen muss. Noch dazu als Unverheiratete. Verzweifelt reist sie zu einer Freundin nach Paris, wo sich ihr eine unerhörte Möglichkeit bietet. Die große Helena Rubinstein ist von Sophias Ausstrahlung und von einer ihrer selbstgemachten Cremes begeistert. Und sie bietet ihr an, in ihrem Schönheitsimperium zu arbeiten. Sophia reist nach New York voller Hoffnung auf ein neues Glück. Ja, das ist ein ziemlich dickes Buch. Also, puh, alter Schwede. Obwohl, 541 Seiten. Da freue ich mich mega drauf. Ja, da habe ich auch richtig Bock für, ne? Da hast du mir eine riesige Freude mitgemacht, Clara. Ein tolles Nikolausgeschenk. Und jetzt ist hier aber noch ein Buch drin. Das habe ich, glaube ich, nicht auf der Wunschliste. Das ist von Giuliano Musso. Und das heißt Das Atelier in Paris. Jetzt musst du mir mal erklären, Clara, wie hängen diese Bücher denn jetzt zusammen? Ich muss dich da mal fragen. Auf den Spuren eines geheimnisvollen Künstlers und eines grausamen Verbrechens. Ein kleines Atelier mitten in Paris. Hier hat sich die Londoner Polizistin Madeleine eingemietet, um nach einer schweren Krise zur Ruhe zu kommen. Doch plötzlich sieht sie sich Gaspard gegenüber, einem mürrischen amerikanischen Schriftsteller. Offenbar gab es ein Irrtum, denn auch er hat das Atelier gemietet, um ungestört schreiben zu können. Der Ärger legt sich, als die beiden erkennen, an welch besonderem Ort sie geraten sind. Das Atelier gehörte einst einem gefeierten Maler, von ihm sollen aber nur noch drei Gemälde existieren, alle drei verschollen und unermesslich wertvoll. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach den Bildern und stoßen auf eine Botschaft, die über Leben und Tod entscheidet. Das klingt aber sehr, sehr spannend. Cool. Doch, das fixt mich doch jetzt so ein bisschen an, muss ich sagen. Das klingt wirklich spannend. Ich glaube, ich hatte das hier mal auf der Wunschliste. Das Mädchen aus Brooklyn, aber das ist irgendwann auch wieder runtergewandert und ich weiß gar nicht wieso. Ja. Doch, also da, das bekommt auf jeden Fall mal eine Chance hier. Da bin ich mal gespannt. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank auch, wenn du mir noch erklären musst, wie diese beiden Bücher zusammenhängen. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Das ist ganz schön dicker Lesestoff für Nikolaus. Oder vielleicht ist das das Nikolausgeschenk von dir, weil das irgendwie ein besonderes Highlight oder so ist. Ah, ich muss dich da mal zu antexten. So, und jetzt haben wir noch ein Päckchen, weil heute ist der siebte. Und am siebten steht ein historisches Buch von einer Autorin, die sehr berühmt in diesem Genre ist. Historische Autorin, Philippa Gregory, oder vielleicht Sabine Ebert, oder vielleicht, was habe ich denn noch so auf der Wunschliste? Aber es sieht, also es ist wenn man sich das Buch an sich mal anguckt, es ist nicht so furchtbar dick. Von Philippa Gregory, die sind doch meistens schon so ein bisschen dicker. Ich guck mal eben, ich lunkse mal darüber, was ich. Ich habe noch von Nino Haratischvili noch ein Buch auf der Wunschliste. Das ist, glaube ich, auch ein historisches Buch. Das wäre auch so ein bisschen dünner, glaube ich. Nee, ach, das ist
Das ist mit Königin, die weiße Königin. Die Königin der weißen Rose fast, aber es ist Philippa Gregory. Ah, sehr, sehr cool. Da muss ich mich noch mal genau schlau machen, ob ich hier mit diesem Buch einfach so starten kann, weil da ist mir jetzt erst im Nachhinein bin ich darauf gestoßen, dass das da ziemlich kompliziert ist mit diesen ganzen Reihenzugehörigkeiten, ne? Da muss ich mich noch mal ein bisschen reinfuchsen. Aber das steht auch schon voll lange auf der Wunschliste. Hier ist auch so ein schöner Stammbaum drin. Wow. Da freue ich mich mega drauf. Ich lese euch mal eben vor, was hinten drauf steht. Zauberin der Liebe, Herrscherin von Königsgnaden, England 1464. Die Adelshäuser York und Lancaster kämpfen erbittert um den Thron. Als König Edward, der Erbe der Weißen Rose, der schönen jungen Witwe Elizabeth Woodville begegnet, ist es um beide geschehen. Doch Elizabeth weigert sich, Edwards Mätresse zu werden. Da heiratet der König sie entgegen allen Standesschranken. Ein ungeheurer Skandal. Und keine Frau im Königreich hatte je so viele Feinde. Neid, Missgunst und Intrigen bringen Elizabeth und ihre Familie in größte Gefahr. Ihre Widersacher nennen sie eine Hure. Sie nennen sie eine Hexe. Doch Elizabeth weiß, sie ist die Königin. Philippa Gregory ist wahrlich die Meisterin des historischen Romans. Geschichte kann kaum unterhaltsamer, lebendiger oder bezaubernder erzählt werden. Ja. Klingt das nicht geil? Also ich finde, das klingt so geil. Total fasziniert finde ich das. Und ich freue mich darauf. Und das ist jetzt auch so ein Buch, das würde ich am liebsten direkt mal anfangen und mal reinlesen. Und mal gucken, wie die ersten Seiten schon mal so sind. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Clara. Also bis jetzt ist das wirklich eine sehr, sehr coole Ausbeute und total abwechslungsreich. Mega cool zusammengestellt. Ich bin mal gespannt. Es sind ja noch ein paar. Ich freue mich mega. Und ich hoffe, dass das jetzt besser klappt mit dem täglichen Auspacken. Dass wir uns jeden Tag mal ein bisschen sehen. Genau. ja, ich muss jetzt Wäsche ausräumen gehen. Und ja, dann kommen die Kinder nach Hause. Und dann werden wir was spielen oder was Wasserfarben malen. Mal gucken, worauf die beiden Lust haben. Nach dem Wochenende sind die meistens den Montag immer noch so platt nah am Kindergarten, dass nicht mehr so viel drin ist für den Tag. Mal sehen, wie das heute aussieht. Vielleicht auch noch mal eine kleine Runde an die Luft. Ich war nämlich jetzt heute noch gar nicht draußen. Ich habe das ganze Wochenende so ein bisschen mit Migräne zu tun gehabt. Und habe ein bisschen verschlafen heute Morgen, habe mir noch eine Tablette geholt und irgendwie ist so dieser ganze Tag so wie durch Watte, so bum, bum. Und ich glaube, mir wird es gut tun, noch eine Runde an die Luft zu gehen. Müssen wir mal gucken, wie wir das gleich noch unterbringen. Genau. So, jetzt fange ich hier an zu labern. Ich wünsche euch einen schönen, gemütlichen Tag und würde sagen, bis morgen. Macht's gut!